Okay. Die Andersons haben also auch schon Begegnung mit der Dunkelheit aus dem Cauldron Lake gemacht. Das Wikingerboot sah beeindruckend aus. Fast wie ein Rambock. Ah, fast wie ein Rambock. Das ist so ein Tipp. Das scheinen wohl die ersten zu sein, die mit dem... Ja, mit der Dunkelheit da Bekanntschaft gemacht zu haben. Bekanntschaft gemacht haben. Und dann kam Thomas Zane und jetzt sind wir dran. Was stand da gerade auf dem Schild? Asgard. Old Gods of Asgard. Die Ragnarok-Tour 1975. Der Zorn der Götter wird kommen. Die sind im ganzen April und am 1. Mai in den USA unterwegs gewesen. Als letztes waren sie in Baton Rouge in L.A. Das hieß Französisch und heißt so viel wie... Ich kann kein Französisch. Ja, wir bewegen hier erstmal das Boot. Zack! Danke, Barry. Ach ja, herrlich. Hier, guck mal, was ich für dich hab. So. Das habe ich für Leute, die sich... Boah, da ist glaube ich ja noch einer. Leute, erschreckt mich doch nicht so. Meine Güte, noch einer. Wir haben gleich keine Batterie mehr. Beziehungsweise keine Energie mehr. Batterie haben wir noch genug. Aber der Barry steht da unten und macht nichts, ey. Der könnte mir auch mal helfen. Und wo hat er sich... Der ist wahrscheinlich schon raus. Ja, sicher. Doch. Wo? Wo? Von wo? Wo? Da. Oh, das ist ein... Barry, ich hab hier gerade zu tun. Sorry. Meine Güte. Ich könnte eigentlich deine Hilfe gebrauchen. Du hast auch eine Taschenlampe. Mano. Wo ist der überhaupt? Ich glaube, wir könnten hier durch, hat er gerufen. Aber wo ist denn hier? Boah, hier ist alles... Oh, oh nein. Oh, schön. Jetzt wird es aber hier ganz schön haarig. Haben wir noch eine Blend... Wir haben noch eine Blendgranate. Die ist jetzt, glaube ich, ganz gut. Guck mal! Nur das Auto will noch was von uns. Aber es greift uns irgendwie nicht an. Das ist ganz gut. Deshalb werde ich schön die Batterien sparen und einfach nur... draufhalten, wenn das überhaupt was bringt. Nee, ich muss es doch so machen. So ein ganzes Auto. Damit es natürlich eine Blendgranate verschwendet. Hm. Ich guck mir erstmal nochmal hier hinten um. Können wir hier lang? Oh, Mann ey, das kann doch nicht gut werden hier. Das kann doch nichts werden hier drin. Da ist er, der Barry. Toll. Ich lade mal nach, bevor ich da reingehe. Aber hier ist erstmal ein Kontrollpunkt. Erstmal Licht, das ist gut. Wow, diese alten Knacker hatten echt was am Laufen. Weißt du was, Herr? Wenn wir hier lebend rauskommen, werde ich die vermarkten. Ja, ich verkaufe dieses Zeug online, leih reine Fernsehshow an und bringe eine neue Single raus. Natürlich, Barry. Hey, du findest für uns einen Weg nach draußen. Ich sehe mir das Zeug mal genau an. Die Silotür. Die Silotür. Silotür für Barry öffnen. Wieso haben wir den überhaupt am Arsch? Gute. Er stellt sich jetzt nicht gerade blöd an. Wir müssen wenigstens nicht um ihn kümmern, so à la Sorge dafür, dass Barry überlebt. Das wäre ein bisschen schwer. Wir kommen ja selber kaum klar. Oh ja. Oh super. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hier, guck mal. Und noch ein und noch ein. Drei Schüsse halten die aus. Alles klar. Halt die Augen. Erstmal einen Kaffee auf den Schreck. Wir werden beide eingeschlafen bei dem Kampf. Da brauchen wir jetzt erstmal einen Kaffee. Das ist schon aufreibend genug hier. Warum trinkt er so viel Kaffee, der Elm? Hier kommt doch gleich wieder einer. Ich höre doch Schritte und Holzknarzen. Na, 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 na.
Hier oben, garantiert, garantiert. Achtung, bereitet euch darauf vor. Auch nicht. Hochleistungstaschenlampe haben wir ja schon. Batterien. Bevor ich das jetzt einschalte, gucke ich mir nochmal um nach. Na gut, da ist nichts. Ein Radio auf jeden Fall. Wie die regelmäßigen Zuhörer unter euch wissen, arbeite ich häufig mal die Nacht durch, aber da bin ich nicht der Einzige. Die Deputies Mulligan und Thornton nehmen sich ein paar Minuten ihres hektischen Terminplans frei, um sich hier zu mir zu gesellen. Deputies, wie beschäftigt sind Sie gerade? Ich meine, das Hirschfest steht quasi vor der Tür. Ich wette, das hält sich auf Trab. Ziemlich, ja? Ehrlich gesagt, Patrick, wir hatten einige andere Sachen um die Ohren. Aber das ist doch eine laufende Ermittlung. Deshalb können wir darüber noch nicht reden, Thornton. Ich wollte auch nicht sagen. Ich wollte nur erwähnen, dass wir auch Mulligan und Thornton. Radio. Ich glaube, das ist ein bisschen langweilig, wenn wir jetzt Radio hören. Vor allem, weil wir hier weiter. Oh, da liegt noch was, bevor wir jetzt hier irgendwie was die Hölle wieder loskriegt. Ich denke die ganze Zeit, da draußen vorm Fenster läuft irgendwas, weil die Bäume sich so bewegen. Seht ihr das da? Mann. Und jetzt dürfen wir hier alleine runter und das sieht dann nicht gut aus. Aber was bleibt uns über? Nichts. Auf der anderen Feldseite sah ich das Gebäude, das das Haus der Andersons sein musste. Es war nicht weit weg. Ich machte mir keine Sorgen um die Streifzüge von zwei ausgebrannten alten Typen. Die hatten das Gebräu. Ein Mähdrescher, der noch ziemlich intakt aussieht. Der hat sich gerade... Der sich gerade bewegt. Der bewegt sich. Der bewegt... Also... Hallo. Gegenstandslimit, können wir Batterien mitnehmen? Batterien. Helen. Oh Gott, ey. Und der hat so eine gruselige Dings oben. Da vorne. Oh, das war so klar, das war so klar. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das denke ich auch. Scheiße. Ich räume hier erstmal hin und versuche mich ein bisschen aufzustocken. Komm schon. Vielleicht können wir ihn wieder irgendwie ein... Wo ist er? Wow. Oh, scheiße. Können wir ihn denn nicht irgendwie... Können wir den nicht? Oh, hallo. Ich drücke die ganze Zeit F für Flares, aber das funktioniert ja gar nicht. Und dann auch noch hier die... Oh Mann, wir locken ihn einfach in die Gegner rein und vielleicht kann er sich dran. Oh, ist ganz nah. Oh, fuck! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Den Wildrescher besiegen wir, das hört sich schon so lustig an. Haben wir keine Flankgranaten? Nein, haben wir da nicht. Okay, der hat natürlich diesen riesigen Wendekreis, das können wir ausnutzen. Das geht sogar relativ schnell. Meine Güte. Na gut, jetzt können wir uns die kümmern hier, das geht aber relativ schnell, glaube ich. Das war so klar. Nö, das war noch nicht genug. Ich switch mal um auf Pistolen, wer ist so weit weg? Dich kriege ich auch noch hier. Mhm. Komm du mal ganz langsam auf mich zu. Ich habe jetzt mein ganzes Magazin an Pistolen und Munition rein. Hey. Also ich glaube, ich gucke mich erstmal hier auf dem Feld um, ob wir nicht noch was finden. Dieser scheiß Mähdrescher. Das gibt's doch nicht. Das war so klar. Ach, da geht's nach Valhalla. Na schön. Aber der war jetzt doch einfacher als gedacht. Das war wie mit dem Bagger. So stark sind die gar nicht, die Riesendinger, weil die sind halt nicht wendig. Wenn man immer hinter denen bleibt, müssen die sich ja umdrehen und man hat selber einen kleineren Wendekreis und schwuppsdiwupps sind sie tot. Aber sonst ist hier auch nicht toll. Wir müssen immer noch die Silo-Tür für Barry öffnen. Mensch, den können wir auch erstmal weg
Der kann ruhig erstmal wegbleiben. Das ist überhaupt nicht schlimm. Naja, aber so wie es aussieht, müssen wir das machen. Ah, Siloschlüssel. Aber sonst ist hier nichts, ne? Ne. Immer umgucken, vielleicht findet man noch eine Manuskriptseite. Aber so wie es aussieht, nö. Nicht wirklich. Bist du das da draußen, ja. Kumpel? Ja, ja, ich bin's. Warte! Los jetzt, Mann! Und ja, ja, toll. Wenn es nach uns gehen würde, wären wir schon längst weg. Ach, da ist noch ein... Ach ne, das haben wir schon geöffnet. Das ist nur von der anderen Seite. Ich glaube, wir müssen das Tor gemeinsam öffnen. Das sieht ziemlich schwer aus. Dafür, dass es so ziemlich schwer aussieht. Wir sind fast da. Diese Farm ist ein Sammelpunkt für Durchgedrehte. Das ist ja ganz wie zu Hause. Die beiden mögen sich. Oh Mann, ich hoffe nicht, dass uns da irgendwas Schlimmes erwartet. Das sieht schon so komisch aus, das Haus. Schau euch das doch mal an. Und da ist ja schon überall Dunkelheitsgedöns. Und dieses tonnenschwere Tor schwingt einfach mal eben so auf. Hier ist eine Motorsäge. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Zum Anderson-Haus gehen. Was steht hier? Old God, know the truth. Ah, die kennen also die Wahrheit. Also haben sie, ist das, was sie uns erzählt haben, wahr. Und wenn das stimmt, dann toll. Und was haben sie uns erzählt? Ja, das findet ihr heraus, wenn ihr die anderen Folgen guckt, die hier vor waren. Da hat man immer mal wieder Hinweise gefunden auf die. Barry läuft uns gerade hinterher, sehe ich. Ich gucke mich hier erstmal in dem Garten um. Vielleicht findet man ja hier was, aber so wie es aussieht, eher nicht. So eine Art Versteck finde ich nochmal cool. Da oben ist Licht an. Jetzt so ein Sniper bist du und da hochzoomen, aber wir sind hier weder bei Borderlands noch bei Battlefield. Na gut, dann gehen wir halt mal rein. Die Lichter sind aus. Wir sollten nach der Sicherung sehen. Ach ehrlich, die Lichter sind aus. Mensch. Barry. Du bist aber ein Schlaukopf. Wir sollten nach der Sicherung sehen. Was haben wir denn? Ach, ein Tonbandgerät. Hören wir uns das erst an? Nee. Na Moment mal, wenn ich jetzt Musik anmache, dann muss ich wieder quatschen, damit die GEMA nicht kommt und mir das Video wieder sperrt hier. Das ist immer so blöd. Deshalb suchen wir einfach den Sicherungskasten, ohne Musik zu machen. Erstmal einen Kaffee trinken. Also wenn was wichtig ist, dann einen Kaffee trinken. Da waren noch Feuerwerkskörper. Thermosflasche, noch ein Kaffee. Ja, aber wir haben auch erst 87.000. Warum ist der Sicherungskasten da bitte oben? Aus. Die Andersen sitzen doch in der Klapsmühle. Okay, da liegt eine Manuskriptseite, da sollen wir bestimmt lang. Aber da werde ich erstmal nicht lang gehen. Okay, die Tür ist zu und dann müssen wir das wohl. Was sagt uns diese Seite? Das Geheimnis der fehlenden Worte. Wieder zerrissen Alice Schreie die Stille der Nacht. Ich sah mich auf die Hütte zu rennen mit der Taschenlampe in der Hand. Ich folgte meinem früheren Ich. Ich war ein aus seinem Körper herausgelöster Beobachter, ein Zeitreisender in einer aberwitzigen Schnapsfantasie. Das hier war der Anfang, die Nacht, in der Alice verschwunden war. Das Geheimnis, was in der fehlenden Woche passiert war, stand kurz vor der Lösung. Oh. Komm her, ein Hinweis auf. An, ja? Ja, Barry, ein Hinweis auf die Auflösung, was mit Alice passiert ist. Das heißt, das steht uns alles noch bevor. Und wer bitte positioniert einen Sicherheitskasten so bescheuert? Naja, oh nein, jetzt geht Musik los. Das heißt, ich muss wieder quatschen. Ach, ja. Natürlich. Wir müssen rausfinden, woher das kommt. Das ist die Botschaft, von der die Andersons gesprochen haben. Deshalb ja, genau. Was? Was sie da übrigens... Oh, hört doch mal auf zu quatschen jetzt. Lampenlady aus der Stadt sein. Wie hieß sie gleich? Cynthia Weaver. Genau! Stimmt! Ja. Oh. Wieder Musik. Hallo GEMA. Was die da übrigens singen, ist Find the Lady of the Light. Und das ist auch eine kleine Botschaft an uns.
was wir jetzt machen müssen. Da habt ihr es gehört, Find the Lady of the Light. Und die Anderson meinten ja, wir müssen ja zu ihrer Farm, damit wir diese Botschaft mitkriegen. Okay. Und wir müssen Cynthia Weaver finden. Wir bleiben die Nacht über hier und gehen in die Stadt, sobald es hell wird. Hey Al, es sind noch ein paar Stunden bis morgen. Da können wir uns ausruhen und dazu brauchen wir Drinks. Ach komm schon, Barry, das ist... Ach, was soll's. Finden, okay? Und so ein verrückter Typ ist, halt dich zu dir, Herr Graf! Hör mal, El! Du bist für mich wie ein Bruder! Ich bin Schriftsteller, Gott, verdammt! Korrekt! Wenn ich mal Lust hab, schreibe ich 10 Bücher pro Jahr und es wären die besten Bücher des Jahres. Das kannst du nicht! Das stimmt, kann ich nicht. Aber ich kann's, als Schriftsteller. Was tun die bloß rein in das Zeug? Fühlt sich an, als läuft mir das Hirn zur Nase raus. Ich besorg mir das Rezept von den alten Kreuzern und werde Schnapsmillionär. Ich vermisse sie, Barry. Ich wünschte, sie wäre hier bei mir. Ich weiß. Alles gut. Wir sorgen schon dafür. Verdammt.